Hi ihr Lieben, ich bin's wieder Fabrizio und zwar wollte ich zum dritten Mal heute auf meine eigene Show reacten, hab's dreimal hochgeladen, RTL hatte scheinbar was dagegen, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum mich eine aus der Redaktion von RTL heute angerufen hat und gesagt hat, ich soll mich an die Schweigepflicht halten, mache ich aber nicht, weil das einfach diskriminierend war, was sie getan haben. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen abzuspielen, was da so abgelaufen ist, ich hoffe das bringt was und ja, jetzt hören wir mal zu, ne? Ich bin Fabrizio. Fabrizio. Genau. Hast du dich jetzt absichtlich als Frau geschminkt, so zurechtgemacht oder bist du so? Oder? Nee, also ich bin, wie man es ansieht, homosexuell. Bisexuell, Leute. Die haben zu mir gesagt, sag homosexuell, es kommt besser an. Ich habe natürlich mitgespielt, aber ich bin bisexuell. Ich fahre zweigleisig. Mann und Frau, ne? Falls jemand weiß von euch, was das ist. Das fand ich richtig homophob, aber ich hab's gefeiert, weil ich feiere allgemein den Song. Ja, weiter geht's. Viele Drag Queens, ja? Und ich. Crossdressing ich find, oder was? Bitte? Was heißt man? Heißt das Crossdressing? Crossdressing? Er verwechselt mich, glaube ich, mit einer Asiatin, aber ich bin kein Crossdresser oder sonst was. Aber es ist auch irrelevant. Ich möchte einfach nicht hören, wie, wo, was. Wir gehen jetzt mal zu meiner Audition, wo ich jetzt anfange zu singen. Und dann könnt ihr mal was reinhören, ne? Ich hoffe, ihr könnt euch auch alle schon bildlich vorstellen, wie meine Audition war, weil ich glaube, dass ihr sie euch schon angeschaut habt, ne? Ich sag dann nur am Ende was dazu, wie die Jury bewertet hat, wie es wirklich abgelaufen ist. Ja, dann leg los. Dann mach deinem Idol Amy Winehouse jetzt mal alle Ehre, Fabrizio. Tut mir leid, Amy. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Leute, das war nicht so, das war fake. Ich habe zwar gesungen, aber ich habe nicht so hoch gesungen. Vor allem, ich singe tiefer, ne? Ich wollte ja eigentlich, wie schon am Anfang erwähnt, Anaconda rappen, wisst ihr, weil ich wollte dieses... Ich durfte ja auch rappen, ne, am Anfang. Durfte ich einen Teil rappen, durfte ich sagen, by the way, what is hey? He can tell I miss no meals, come to and fucking in my other mobility, me the bird is great, he can tell me it's chill, he can tell me it's real, they didn't want sex appeal, we can see the lack of money, what's up, and he can grab, say, I pull him in a jack, man, whatever the jack like, dun 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 dun. Ja, dann durfte ich beispielsweise sowas machen, dann meinte ich, wow, wir suchen aber keine Rapper, wir suchen Sänger, das hat ja aber Oana gesagt, das fand ich auch relativ schade, aber, ja, scheinbar geht es dann von Dieter aus, weil Oana meinte das zu mir. Und dann in dem Video war das irgendwie Dieter. Ist das auch egal, ich spiele das euch nämlich gerade alles von dem anderen Handy ab, weil ich darf nichts in die Kamera reinheben, weil die scheinbar was dagegen haben, ne? RTL halt. Ich habe nicht so gesungen, ich habe tiefer gesungen, aber eigentlich kriege ich immer Feedback, dass wenn ich das Lied singe, dass ich anders klinge und besser, viel zu gut klinge und aber ich selber gehe davon aus, ich weiß, ich kann nicht singen, ne? Aber jedenfalls gehen wir jetzt mal zur Bewertung von der Jury. So. Und wisst ihr, was ich richtig schlimm fand? Die haben ja einen kurzen Moment. Schaut mal, da hört ihr das wahrscheinlich gleich. Achtung. Dankeschön. Da haben die einfach ein Bild von Amy Winehouse reingehangen. Das ist einfach nur unter aller Sau. Die Frau ist mit 27 verstorben, hatte Probleme. Die Frau hat mehr erreicht als Dieter, Xavier, Oana und Pietro zusammen. Ja, die hat allein schon 2 Hits rausgebracht und hat einfach mal die ganze Welt damit gekillt, ne? Mit Back to Black und mit Rehab. Und dann gibt's noch You Know I'm No Good. Dann gibt's so viel von dieser Frau. Dann gibt's noch Valerie. Die Frau, die hat einfach gekillt. Die Frau, die hat mehr Geld gemacht als alle 4 zusammen. Ist leider in Drogen versunken. Hat sich von ihrem Freund beeinflussen lassen. Und ja, das passiert halt, ne? Jetzt hören wir uns mal die Bewertung an. Gar nicht mal so geil. Es arbeitet eher gegen dich, finde ich, so ein bisschen. Ja. So, da sage ich eher dazu, am Anfang fand er es richtig cool oder geil, dass ich mit High Heels reingelaufen bin. Ich habe am Anfang noch gesagt, dass ich Probleme habe beim Laufen.
Und vor allem, es waren noch andere Drag Queens, andere Drag Kings da und sowas. Aber er hat sich dann irgendwie ganz verändert, ne? Das liegt halt alles. Kaum steht man zu Dieter, kaum hat man eine andere Meinung. Aber jedenfalls sage ich ja dazu, deine Meinung. Hört ihr gleich. Deine Meinung. Und Gesang war auch überhaupt nicht gut. Deine Meinung? Okay. Ich fand's nicht gut. Deine Meinung? Ja, gut, danke. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrucken sollte. Ich meine, bei mir auf dem Zettel steht der 16-fache deutsche Meister im Tanzen, Fabrizio. Und da sagst du noch, du bist der Cousin von Camillo. Ich kenne auch Camillo, der macht echt gute Sachen. Ja, mega gute Sachen. Vor allem, Leute, mein Cousin macht echt sehr gute Sachen. Ihr könnt ihn mal auf YouTube abchecken. Er macht wirklich sehr gute Videos. Er macht wirklich sehr gute Choreografien. Tut unter anderem auch für andere Stars in Amerika und sowas Choreografien. Choreografieren. Und aber jetzt hört mal weiter. Ja, und du meinst, du trainierst mit ihm. Zwar verstehe ich, du bist hier, um zu singen, aber sag ich mal, allein diese Gehschritte, ja, die müssen ja irgendwie auch eine gewisse Ästhetik oder Optik haben. Und das Problem ist, als ich reingekommen bin, habe ich ja gesagt, dass ich einen Schlaganfall hatte am 22.01.2017. Und dann haben die gemeint, es wird berücksichtigt. Dieter hat mich sogar noch gefragt, und hast du Beeinträchtigungen und sowas, bist du beeinträchtigt? Also ja, ich habe nur Hörgeräte, ansonsten geht's mir gut und so. Ich habe ein bisschen ein Problem mit meiner Feinmotorik. Und da meinten die, ja, das ist kein Problem, das wird berücksichtigt. Ja, ist aber scheinbar nicht berücksichtigt worden. Weiter geht's. Tief, klar. Fand ich nicht so geil. Musst du auch nicht geil finden. Ich habe versucht. Ich bin hier. Ihr sagt ja, aber ich habe noch nicht zu Ende geredet. Ja, ich habe dich aber gerade unterbrochen, tut mir echt leid. Dieses, ich hab dich gerade unterbrochen, tut mir echt leid, das war eigentlich frech von mir, klar. Aber ich find's halt schade, dass sie sagen, es wird berücksichtigt und dann letztendlich wird's gar nicht berücksichtigt. Dann hat sie sich wieder gefühlt wie, ja, wie schon erwähnt, ne? Ja, dann kann ich direkt auch weitergehen. Weiter zu Pietro. Meinst du das ernst oder willst du das verarschen hier? Jetzt der Gesang auch. Das hast du so kurze Zeit wie Helium kurz angehört, als ob du so einen Luftballon gerade. So wie deine erste Audition. So, und wer da Pietros Gesicht sieht, der merkt, das hat ihn getroffen. Ja, weil vor allem jetzt kommt gleich seine Ausrede, er rechtfertigt sich und das ist ja für jemanden, der bekannt ist, nicht. Das muss man nicht machen, ne? Wenn man selbstbewusst ist. Aber hört mal zu. Ja, das Lustige ist, dass die Leute mit meiner ersten. Ich war in meiner ersten Audition, war ich 18 Jahre jung. 18 Jahre, ich bin 21, sind 3 Jahre, ja. Da tut es so wie, als ob ich 50 gewesen wäre und er halt mal mit 18 Auftritt gehabt hätte. Ich stand ja dazu, dass ich nicht gut war und sonst was, ne. Jedenfalls fand ich Dieter am korrektesten. Er hat zwar gesagt, ja, ich fand es halt nicht gut. Er wusste, dass wenn er austeilt, dass er dann auch einstecken muss. Und ich glaube nicht, dass das sein Fall gewesen wäre. Jedenfalls fand ich das halt kindisch. Oran hat mich am Ende rausgeschmissen und hat gesagt, so, jetzt reicht's, als ich zu Pietro gesagt habe, ja, du bist halt auch nicht mein Typ. Ist er nun mal auch nicht. Ich stehe auf diverse andere Männer. Klar, ich gönn's ihm. Sei ihm gegönnt, dass ihm Frauen hinterherrennen. Sei ihm gegönnt, dass er seinen Spaß hat. Aber mein Typ ist er nun mal nicht. Ich feiere seine Musik trotzdem. Ich feiere allgemein die ganze Jury. Ich finde es halt nur kindisch, wie sie sich dort verhalten haben. Aber dann kam Oran und hat mich rausgeschmissen. Dann draußen habe ich halt gesagt, ah, mein Cousin Camillo wartet draußen auf dich. Das war nicht richtig. Das war von mir irgendwas bedacht, aber das war nicht richtig. Allgemein war es auch nicht richtig, dass die Redaktion gemeint hat, ich soll meinen Cousin einmischen, soll ihn erwähnen und sowas, weil er was erreicht hat und so. Das ist gar nicht richtig. Dafür entschuldige ich mich auch aufrichtig bei dir, falls du das mal siehst, Camillo. Und ja, wenn nicht, sage ich es dir, wenn wir uns hier irgendwann mal wieder sehen. Jedenfalls habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Aber... ja, am Ende gehe ich ja raus und sage dann Schl und sag Hu. Ich sag aber nicht Schla, ich sag das Wort nicht. Ich sag nämlich Schnepfe und Hure sage ich auch nicht. Ich sag nämlich Heuchlerin. Und es hat sich dann so angehört, wie als ob ich sie beleidigt habe, ne? Jedenfalls bin ich dann rausgegangen, weil sie mich rausgeschmissen hat, weil ich dann draußen habe ich gesagt, ich nehme jetzt meine Hörgeräte raus, sonst mache ich alles kaputt. Weil da war jemand hinter den Kulissen, hinter der Kamera, die zu mir gesagt hat, boah, du bist richtig unverschämt und sowas. Deine Eltern haben dir kein Benehmen beigebracht, ja. Ganz ehrlich, geh mal in die Erziehungsschule und sowas. Die war 26, hat sich so viel erlaubt und da meinte ich, du könntest Dieter Bohlens Tochter sein, weil die so gesagt hat, wie kannst du nur von so jemand wie Dieter Bohlen so respektlos sein? Ja, Leute, man kennt seine Musik, aber sein letzter Hit liegt fast 50 Jahre zurück. Sherry Sherry Lady, wow, wow, amazing. Ja, Mann, aber ich feiere seine Musik nicht.
man kennt ihn, aber ich weiß nämlich, sein Geld sei ihm gegönnt, ne? Aber ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick, damit ihr so ein bisschen was wisst über mich. Ich habe leider Gottes diese zwei anderen Videos gesperrt bekommen, weil RTL scheinbar ein Problem dagegen hatte. Ja, wie schon erwähnt, ich habe auch einen Anruf bekommen, finde ich traurig. Obwohl im Vertrag steht, dass wenn man rausfliegt, auspacken darf, scheinbar doch nicht. Ich habe noch diverse Sprachnachrichten, ich habe auch noch Aufnahmen aus den Castings und so, wo ich eigentlich nicht veröffentlichen darf. Aber ihr könnt mich gerne abonnieren, weil sofern die Schweigepflicht vorbei ist, veröffentliche ich alles, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr in so Casting geht, in so Castings geht, mein Deutsch. Ja, dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich würde gerne von euch einen Daumen hoch sehen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, gerne Kritik in die Kommentare. Gerne ein Abo dalassen. Könnt gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen, weil dort wird meistens mehr gepostet. Dort habe ich auch schon Dinge in meine Story gepostet, die wir dort bei den Castings erlebt haben. Weil auf YouTube geht es ja nicht. Aber auf YouTube kommen halt Videos. Und irgendwann schneide ich auch wieder Videos, aber dennoch habe ich gerade keine Zeit dafür. Deshalb benutze ich auch keine richtige Kamera, sondern einfach mal meine Handykamera. Und ja, wie schon erwähnt, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Wenn nicht, natürlich nicht. Und Kritik gerne in die Kommentare. Und ja, bis dann, Leute.